In der Theorie gibt es nur 4 Erziehungsstile. Autoritäre Eltern sind kontrollierend und verlangen Gehorsam, ohne die Sichtweise des Kindes zu berücksichtigen. Verwöhnende Eltern sind liebevoll, üben aber keine Kontrolle aus. Es gibt keine Regeln. Autoritative Eltern, die streng, aber liebevoll sind. Sie ermutigen zur Selbstständigkeit innerhalb von Grenzen. Vernachlässigende Eltern sind unbeteiligt und oft desinteressiert an ihrem eigenen Kind. Ein 5. Erziehungsstil wurde vor kurzem vorgeschlagen, aber darauf kommen wir später zurück. Die Stile reichen von kontrollierend und fordernd bis hin zu völliger Freiheit, von kalt und unempfänglich bis hin zu liebevoll und empfänglich. Jeder dieser Stile, ob autoritativ, permissiv, autoritär oder vernachlässigend, hat seinen Platz. Um zu verstehen, was es bedeutet, mit Eltern von jedem Ende des Spektrums aufzuwachsen, stellen wir uns das Leben von 4 Kindern vor. Sarahs Eltern sind autoritär. Sie lieben ihre Tochter, aber sie glauben, dass strenge Regeln wichtig sind, damit Sarah sich gut benimmt und in die Gesellschaft passt. Wenn Sarah weint, wird ihr gesagt, sie solle aufhören. Wenn sie widerspricht, wird sie zur Auszeit in die Ecke geschickt. Wenn sie vergisst, ihre Aufgaben im Haus zu erledigen, darf sie nicht mit ihrem Spielzeug spielen. Sarah lernt, sie muss ihre Gefühle unterdrücken und ihren Pflichten nachkommen, um den Tag zu überstehen. Um die Liebe ihrer Eltern zu bekommen und um sie nicht zu verärgern, wird sie gehorsam. Da Sarah jedoch nie die Möglichkeit hatte, selbst zu entscheiden oder ihren ureigenen Interessen zu folgen, weiß sie als Erwachsene nicht, was sie wirklich will. Sie beginnt ein Leben zu führen, das für ihre Eltern und die Gesellschaft perfekt zu sein scheint, sie aber innerlich unglücklich machen könnte. Verwöhnende Eltern, wie die von Peter, lieben ihren kleinen Sohn so sehr, dass sie glauben, sie müssten ihm alle Wünsche erfüllen, ihm alle Freiheiten lassen und niemals Nein sagen. Peter genießt die volle Kontrolle über seine Eltern und bekommt alles, was er will. Wenn er nicht laufen will, wird er getragen. Wenn er Eis möchte, bekommt er Eis. Wenn er Spiele spielen will, spielt er die ganze Nacht. Peter wächst komplett ohne Grenzen auf und tut, was er für richtig hält. Er ist nie mit Konflikten fertig geworden und hat nicht gelernt, seine Gefühle zu kontrollieren. Die Tatsache, dass er immer bekam, was er wollte, machte ihn zu einem schlechten Verlierer. Er verhält sich mit zunehmendem Alter oft rücksichtslos und kennt seine Grenzen nicht. Arthurs autoritative Eltern respektieren die Bedürfnisse ihres Kindes, sind aber der Meinung, dass Kinder innerhalb bestimmter Grenzen Freiheit brauchen. Arthur kann frei spielen, aber wenn er fertig ist, muss er beim Aufräumen helfen. Er darf Eiscreme essen, aber nur sonntags. Die Bildschirmzeit ist auf 30 Minuten pro Tag begrenzt. Es kann zu Konflikten kommen, aber die Eltern hören sich an, was Arthur zu sagen hat, und legen dann die Regeln fest. Arthur lernt, dass manche Dinge schwierig sind. Aber von seinen Eltern bekommt er die Unterstützung, die er braucht, um sie zu meistern. Er entwickelt die Kraft, Entbehrungen zu ertragen und weiterhin seinen Interessen und Leidenschaften nachzugehen. Im Unterricht äußert er mutig seine eigene Meinung in angemessener Weise. In den Pausen kann er seine Gefühle zeigen und frei handeln. Als Erwachsener stimmt er Regeln erst dann zu, wenn sie besprochen wurden und er das Gefühl hat, sie zu verstehen. Vernachlässigende Eltern sind in der Regel nicht im Leben ihrer Kinder präsent. Nora fühlt sich oft völlig allein auf der Welt. Sie kann tun und lassen, was sie will und hat viel Fantasie. Aber sie erhält nie Rückmeldung, Zuneigung, Liebe oder gar Aufmerksamkeit. Nora merkt, dass es egal ist, was sie tut, weil es sowieso niemanden interessiert. Der Mangel an Aufmerksamkeit führt zu einem Mangel an Vertrauen in sich selbst und in andere. Sie wird unsicher, kann keine gesunden Beziehungen eingehen und entwickelt ein negatives Selbstbild. Sie denkt, sie wäre es nicht wert, geliebt zu werden. Um dieses Gefühl nicht mehr fühlen zu müssen, versucht sie, gar nichts mehr zu fühlen. In den vergangenen Jahren wurden Eltern, die sich zu sehr in das Leben ihres Kindes einmischen, oft als 5. Stil bezeichnet. Sie werden auch als Schneepflüge bezeichnet, die Hindernisse aus dem Leben ihrer Kinder räumen, oder als Helikoptereltern, die über jedem Aspekt des Lebens ihres Kindes schweben und es bis ins Detail überwachen.
Da sie ihre Kinder nichts alleine machen lassen, können die Kinder nicht lernen, Herausforderungen selbst zu bewältigen. Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Kinder nicht gerne schwierige Probleme lösen. Ihnen fehlt es an Ausdauer und sie können sogar aus Protest die Arbeit hinauszögern, wenn eine Aufgabe anstrengend ist. Da die meisten Untersuchungen zur Erziehung auf Selbstauskünften beruhen und in den USA und Europa durchgeführt wurden, ist nicht klar, wie stark die beobachteten Auswirkungen in kontrollierten Beobachtungsexperimenten oder in anderen Teilen der Welt sind. Die vier Erziehungsstile wurden erstmals von der Psychologin Diana Baumrind eingeführt. Für eine gute Erziehung lautete ihr Ratschlag: Ausgewogenheit von Forderung und Entgegenkommen. Wenn man dann noch die weisen Worte von Maria Montessori hinzufügt, helfen sie einem Kind nie bei einer Aufgabe, bei der es das Gefühl hat, dass es erfolgreich sein kann, dann sollten Eltern wahrscheinlich ziemlich gut zurechtkommen. Was denkst du? Sollten Eltern auf einen bestimmten Erziehungsstil zurückgreifen? Oder sollten sie entscheiden, was in einer bestimmten Situation am besten zu tun ist, solange sie ihr Kind nicht vernachlässigen oder missbrauchen? Um dieses Video ohne Hintergrundmusik herunterzuladen und mehr über das Thema zu erfahren, besuchen Sie sproutschools.com. Eine kostenlose Meisterklasse über bindungsorientierte Elternschaft finden Sie unter dem Link in der Beschreibung unten.